Hallihallo, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Siberia 3. Wir sind jetzt, glaube ich, in der vierten Folge. Ja, sicher im Zahlenraum von 1 bis 4. Das ist schon mal hervorragend. Und haben in der letzten Folge ein klares Gespräch geführt mit dem Detektiv, der uns verfolgt. Er soll uns doch in Ruhe lassen. Er soll nicht mehr kommen. Er soll wegbleiben, weggehen überhaupt und alles drum und dran. Die Frage ist jetzt, was machen wir hier? Wir wollten zu Olga, damit wir einen Passierschein A38 bekommen. Der eine oder andere wird wissen, was ich meine. Und mit diesem Passierschein dürfen wir dann tatsächlich wieder weg von diesem Krankenhaus, nenne ich es mal. Und dieses Wegkommen bedeutet, wir kommen in die Stadt. In der Stadt dürfen wir das Bein des Yukol-Jungen holen. Des Yukol-Anführers, muss man ja eigentlich sagen. Und wenn wir dieses Bein, dieses Ersatzbein bekommen haben, können wir ihm wieder zum Laufen verhelfen und dann zum Fliehen. So der Plan. Jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Da drüben waren wir noch nicht. Und hier ist ein Dingen zum Ziehen. Ah, so muss man es machen. Oha. Im Ernst. Ah, verstehe. Deshalb bewegt sich hier nichts. Ich habe doch keine Ahnung, was wir hier bauen müssen. Sieht so aus, als müssten wir hier die Stoßzähne. Ein Mammut bauen. Nehmen wir die Stoßzähne nach vorne. Geht nicht. Will ich doch keinen Mammut bauen. Das macht er auch nicht. Es hat jetzt ein bisschen was von Wimmelbild. Vielleicht sollte ich mir die Farben merken. Verdammt, ist das ungerecht. Ich kann keine Farben sehen. Oh, ist das gemein. Hätte ich mir mal gemerkt. Okay, drei Farben, drei Lösungen. Gar nicht so schwer. Ha! So, wie geht's weiter? Wir folgen dem Gang. Wir wissen ja, es gibt Geheimgänge. Das haben wir von der Rezeptionistin da gehört. Hier gibt es einen geheimen Fahrstuhl. Fahrstuhl, wo geht's nur hin? In den Keller. Mhm. Zu den Toten. Die eigentlich länger halten sollten, weil tiefgefroren. Wie reizend. Kate, so langsam mache ich mir echt Sorgen. Was du wieder für reizend hältst, ist eher schnell gewöhnungsbedürftig. Ja, Dr. Yefimova. Ich tue, was ich kann. Wirst du wohl endlich aufgehen? Blöder Zapfhahn! Geschafft! Das sollte diesen Yukol-Abschaum überzeugen, ihr Lager abzubrechen und dorthin zurückzukehren, wo sie herkommen.
Los, Helmut, halten wir uns hier nicht länger auf. Ja, natürlich, Dr. Jefimova. Ja, sieht so aus, als würden sie den Fluss vergiften oder den See oder was auch immer. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich auf die andere Seite komme. Aber da bin ich beflissen, schnell zu sein. Leerer Benzinkanister. Genau das, was man braucht, wenn man eine Vergiftungsaktion mit dem Fluss beseitigen will. Das ist eine Brücke. Ich doof. Aber bei den Mengen, die jetzt schon ausgelaufen sind, macht es, glaube ich, keinen Unterschied mehr, ob wir noch irgendwas retten. Ich wette, ich kann jetzt den Benzinkanister füllen. Mit was auch immer. Voller Benzinkanister. Das steckt fest. Okay, haben wir da Möglichkeiten, mit dem Benzinkanister zu arbeiten? Nein, aber mit dem Messer als Hebel? Nein. Schade. Jetzt gerne irgendwie zugedreht. Das steckt fest. Rätsel über Rätsel. Naja. Halt, was ist das? Eine Kette. Das soll wohl ein Witz sein. Ich muss diese Kette loswerden. Schnell! Ich glaube nicht, dass das Messer als Hebel reicht. Ich werde es trotzdem mal versuchen. Wo wir doch schon mal dabei sind. Das ist nicht richtig. Auf keinen Fall nicht richtig. Ich... Was? Warum? Ich wollte nur Benzin drüber kippen. Oder so. Was? Nein. Das ist eine Säure. Ah. Schön, das ist unser Passierschein A38. Naja. Ging ja noch mal gut. Oh oh. Sieht es ein bisschen asynchron mit dem Sound, stelle ich gerade fest.
So, Freunde und Yukols, wie könnt ihr mir helfen, eurem Anführer zu befreien? Okay, sie drängt sich quasi auf. Frau Walker, Hilfe! Was haben Yukol-Geistern getan, um zu verdienen Strafe? Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Wahrscheinlich haben die das vom Wasser getrunken. Oder Strauße verloren. Hilfe, Frau Ketewok! Die Yukol werden hier bald überwältigt werden. Ich muss ihnen helfen. Und zwar schnell. Inwiefern überwältigt? Das verstehe ich alles schon wieder nicht. Naja, wir müssen ihnen helfen. Ich weiß noch nicht genau wie. Können wir mal das Reittier ausleihen? Da hinten steht einer ganz stoisch und stolz herum. Vielleicht kann er mir... hätte ich auch so gesagt. Frau Kate Walker, Hilfe! Strauße sterben vergiftet. Frau Kittwog, tun etwas. Schnell. Habe ich versucht, aber das Ding konnte man nicht abstellen. Ganimuk, Ganimuk. Tuk, tuk. Bekulet. Frau Kittwog. Kembunu, tuk, tulu, tuk. Mininia Purut. Was ist hier los? Mein Gott, was ist mit dem armen Strauß passiert? Strauße wollen schlechtes Wasser trinken, Tuck. Wenn Strauße durstig, Strauße durstig. Und Strauße nicht klug, Frau Kate Walker. Sie, Laco Loco, Tuck. Kopf hart wie Stein. Versucht sie so lange wie möglich zurückzuhalten. Es muss einen Weg geben, das Flusswasser zu filtern. Ganimuk. Aber Frau Kate Walker, beeil. Frau Kate Walker. Guten Tag. Zaa! Du mich noch kennen? Frau Kate Walker? Ich, Ayahuasca, große Yukol-Schamanin. Ich gehe dich suchen in der Welt der Geister. Also verdanke ich Ihnen mein Leben, Frau Ayahuasca. Sie haben sich um mich gekümmert, bevor Sie mich in die Klinik von Weisenburg brachten. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Tuk, tuk. Sogar Frau Kate Walker gehen und Flusswasser da oben sauber machen. Sie war in magischer Welt. Also sind Geister ihre Freunde. Sie zeigen ihr Weg. Wenn Sie sagen, dass die Geister mir helfen werden, ich werde es versuchen. So, ich werde es auch versuchen. Ich habe nur noch keine Ahnung, wie. Und wo und warum und wann. Ich glaube mal, ich werde hier den Weg runterlaufen. Wenn es falsch ist, wird sie sich schon melden. Meine Damen und Herren der Geisterwelt, wenn Sie mir den Weg zeigen wollen, dann jetzt. Okay, deine Freunde sind in diesem Fall nicht sehr gesprächig. Ich dachte, Fragen kostet nichts. Ja, vielleicht werden wir einfach die Räder hier aufhalten müssen. Anschauen ist gut, hilft nur ganz wenig weiter. Das hilft jetzt auch nicht weiter. Nein. Irgendwas muss ich hier machen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was. Drehen.
Ich weiß zwar nicht, was ich gemacht habe, aber ich habe einfach mal alles richtig gemacht. Ich verstehe das Ganze nicht. Ah, die Schlacke wird hier oben festgehalten. Alles gut. Und unten drunter dann das saubere Wasser abgeleitet. Oder weitergeleitet, sag ich jetzt mal. Ohne dass Energieverlust eintritt, behaupte ich. Oder ohne dass viel Energieverlust eintritt. Wer weiß. Wir werden jetzt erstmal mit den Yukol sprechen, weil das sieht so richtig aus. Von daher, vielleicht lassen sie jetzt die Strauße wieder trinken und alles wieder ruhig. Gefühlt hat sich sehr viel beruhigt. Wer würde das Yukol antun? Olga. Danke. Ganz klar. Für Herde retten. Ja, man hält zusammen. Erst Führer kommt nicht zurück, dann Wasser vergiftet. Böse Zeichen. Frau Kate Walker hat Wunder vollbracht. Muak. Ja, gerne. Ich mache das doch öfters. Wie kommen wir jetzt weiter? Wer kann uns sagen, wo der Weg langläuft? Kann ich mir einen von den Vögeln leihen und dann nur in die Stadt reiten? Gut, die Städter wären vielleicht jetzt nicht so begeistert oder so. Wir wären wahrscheinlich kurz davor, uns zu lünchen. Dann sprechen wir doch mal mit ihm. Danke, Frau Gatewalk. Oder auch nicht. Also, nicht danken, sondern reden. Danke für die Herde retten. Ja, gern geschehen. Erst Führer kommt nicht zurück. Kennen dann wir Wasser schon. Wasser vergiftet. Böse Zeichen. Hm. Also, erster Verdacht ist, wir sollten vielleicht entweder mit dem Schiff zurückfahren, also im Boot hier. Und wenn das nicht funktioniert, sollten wir vielleicht einfach mal zu Fuß in die Stadt gehen. So, wo ist der Weg? Ich persönlich würde ja mal die Leiter hochklettern, einfach nur zu sehen, was es da hinten so gibt. Aber irgendwie... Irgendwie will sie nicht, die gute Kate. Hm. Also ich bin jetzt etwas ratlos. Schade eigentlich. Wir sind doch so gut vorangekommen. So eine Art Steinkreis, naja, Holzpfahlkreis. Hat das vielleicht was zu bedeuten? Gibt es hier irgendwas in der Mitte? Nö, auch nicht. Hm. Geisterzornig, Frau Kate Walker. Ich weiß nicht. Er sagt uns auch nur Dankeschön. Immerhin. Danke, Frau Kate Walker. Aber wieso kommen wir da nicht rein? Und wer bist du? Wer würde das Yukol antun? Hm. Frau Kate Walker hat Wunder vollbracht. Muak! Danke für die Herde retten. Oh, Rundschau. Ja, das will ich sehen.
Das sind die Yukis, glaube ich, heißen die. Wenn ich mir sowas nur merken könnte. Hm. Wir haben nicht die Möglichkeit, hier weiterzulaufen. Auch keinen Strauß zu reiten. Oder anderweitig. Ich fühle mich bedrängt. Erst Führer kommt nicht zurück. Dann Wasser vergiftet. Böse Zeichen. Das sagtest du bereits. Hm. Ich bitte, ich verpasse irgendwo einen ganz normalen Ausweg, den ich einfach nicht richtig wahrnehme. Ich müsste ja eigentlich nur da reingehen. Bertler, Frau Kate Walker. Dank Ihnen und Geistern Strauße sind gerettet. Seien Sie trotzdem vorsichtig, Herr Beruth. Das Wehr, das das Wasser filtert, hält vielleicht nicht lange. Tja. Yukol, gehen schnell hier weg, um Strauße sicher zu machen. Aber geht nix ohne Kirk. Er, unser Führer. Ich komme gerade aus der Klinik. Kirk und ich waren im selben Zimmer. Ja? Wie geht Kirk? Nicht gut. Gar nicht gut. Es geht ihm nicht so gut, fürchte ich. Dr. Yefimova, die sich um ihn kümmert, ist eine Lako-Lako, wie ihr es nennt. Eine echte Irre, die euer Volk hasst. Aus irgendeinem Grund tut sie alles, was sie kann, um Kirk in dieser verdammten Klinik zu behalten. Was? Dr. Samyatin, Freund der Yukol? Dr. Samyatin ist alt und wirkt schwach. Und Dr. Yefimova hat den armen Mann um den Finger gewickelt. Kein Kirk. Yukol können nicht weg. Dann Strauße wollen weiter ohne Yukol. Lange hier behalten geht nicht. Strauße gehen über Seewalsimbor und werden gefressen von Seegeistern. Tuck! Die Strauße, die den See überqueren. Das muss also ein Teil des Zuges sein. Tuck, tuck. Baranur auf anderer Seite von See ist Pfad der heiligen Ebenen. Und Strauße legen Eier in heißem Sand der heiligen Ebenen. Aber See nicht gefroren wie früher. Also können nicht rüber. Hören Sie zu, Beruth. Tun Sie Ihr Bestes, um die Strauße ruhig zu halten, während ich nach Weisenburg gehe. Ich habe Kirk versprochen, seine Prothese zu holen und sie ihm zu bringen. Bertler, Bertler, Tuck! Frau Kate Walker, du Freund der Yukol. Ich werde jetzt mit der Schamanin sprechen. Ayahuasca wird sich freuen, Frau Kate Walker zu sehen. Sie geht mit dir weit in die Welt. Der Geister, um dich zu befreien. Du nicht tot wegen ihr. Ja, das ist wohl wahr. Jetzt dürfen wir da endlich rein. Das machen wir dann auch gleich mal. Da bin ich doch mal gespannt, wie die Schamanin so drauf ist. Die letzte Schamanin war äußerst anstrengend. Das sieht aus wie ein Kulturmix. Ja, die Yukol und die sibirische Bevölkerung, so ein bisschen. Captain? Hallo, junge Dame. Ja, oder auch nicht. Oh, Rundflug. Rundflug ist toll. Ah, ihr Nomaden, ihr seid wirklich geschäftstüchtig. Gut, geben Sie mir 2 Kilo, junger Mann. Aber, du meine Güte, meine Brieftasche. Jemand hat mir die Brieftasche gestohlen. Sie, geben Sie sie mir sofort zurück. Duck? Duck,
Bürger haben völlig recht. Ihr Yukol, seit ihr hier seid, habt ihr euer wahres Gesicht gezeigt. Ihr seid ein Haufen Hühnerliebe, nichts weiter. Dimitri, was ist los? Die Leute haben recht zu denken, was sie denken, wenn sie sehen, was sie sehen. Dieser unverschämte kleine Hänfling hat meine Brieftasche gestohlen. Reg dich nicht auf, Schatz. Ich habe deine Geldbörse. Hast du vergessen, dass du sie mir vorhin gegeben hast, damit ich dieses Straußenfederntuch kaufen konnte? Aber trotzdem, dieser Kerl wirkt einfach nicht ganz sauber. Und verschwinden endlich von hier, bevor du mich ruinierst. Er kann seine verdammten Artischocken behalten. Ach ja, Menschen mit Vorteilen. Früher liefen die Dinge mit dem Yukol glatter. So viel ist sicher. Ja, woran liegt's? Jetzt Tori-Kunden denken, alle Yukol sind Diebe. Sehr gut hingekriegt. Als wenn das abgesprochen wäre. Wenn Sie nach Walsenbor kommen, schauen Sie in meinem Gästehaus vorbei. Wir haben das beste Essen der Stadt. Was für ein erstaunliches Sammelsurium. Ganz anders als die Märkte in New York. Ja, hier verkauft jeder das, was er nicht mehr braucht. Oder etwas, was Wert hat in irgendeiner Weise. Halt. Ach nee, da spreche ich mit anderen Leuten. Diese Punkte, die angezeigt werden, sind echt irritierend. Früher Yukol konnten in Hütte stempeln. Dann hey, Stadt besuchen. Beim Zuschauen, wie er schmiedet. Schick. Die Schmiede ist beeindruckend. Nur sehen wir nicht wirklich, was er schmiedet. Ich glaube, der macht nur die Zange heiß. Na gut. Duck, duck. Oh, die winken noch fröhlich. Frau Kate-Wolke, finden hier, was Sie suchen. Die Frage ist, was suche ich? Führer klagt zu lange weg. Arbeite dran. Die Kunden jetzt nicht mehr freundlich. Nicht mögen Yukol. Ja, da würden wir irgendwo hingehen. Oh, da würden wir irgendwo hingehen. Das ist doch schon mal gut. Verdammt, ich habe gehofft, wir hätten hier irgendwas gefunden. Hätte ich nur Zeit, ein bisschen einzukaufen. Was für ein hübsches Muster. Oh, Wimmeln. Kerzen. Sehr schön, wir haben Kerzen gefunden. In rauem Maße Kerzen. Wem auch immer wir gerade Kerzen klauen. Ich glaube, als Freund der Yukol dürfen wir. Da können wir uns anschauen. Ich kann diese Jote betreten. Ja, haben wir schon gemacht und wir haben Kerzen geklaut. So, bleib mal gerade hier stehen. Ich persönlich hätte ein bisschen mehr Respekt vor deinem Riesenschnabel. Wenn der mutwillig in die Richtung von mir gehackt werden würde, dann wäre ich nicht mehr viel da. Aber ich bin auch ein Feigling. Was soll's? Hallo. Leute, du denn? Nicht mehr mögen, Yukol. Das haben wir ja schon gehört. Düster. Aber es sieht so aus, als wäre da hinten die Schamanin. Und die besuchen wir dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Und bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.